Dies ist die Berechnung des Y-Wertes eines Extrempunktes einer gebrochen rationalen Kurvenschar oder Funktionsschar. Wir haben im vorherigen Video berechnet die Nullstelle von f', das war xe gleich dritte Wurzel aus minus 2t und haben dann durch Einsetzen in die zweite Ableitung herausgefunden, dass für t größer 0 ein Hochpunkt vorliegt und für t kleiner 0 ein Tiefpunkt vorliegt. So, jetzt wollen wir also den y-Wert bestimmen. Ft von dritte Wurzel aus minus 2t haben wir hier für das x eingesetzt, ist gleich dritte Wurzel aus minus 2t haben wir hier auch für das x eingesetzt, minus t durch und dann das hier wieder für das x eingesetzt und zum Quadrat gerechnet. Und das wollen wir jetzt so schön wie möglich oder so schnell wie möglich oder so sicher wie möglich oder wie auch immer zusammenfassen. Und da wollen wir dann gleich mal loslegen. Das heißt, jede Wurzel werde ich im ersten Schritt mal als Potenz auffassen, weil Wurzeln doch häufig stressen. Ja? Ist also minus 2t hoch ein Drittel, denn das hier steht hoch 1, der ganze Teil. Und das ist ja die Definition mit dem Umschreiben von Wurzeln, dass wir daraus dann Zähler und Nenner machen. Gut, minus t hoch 1 mal, ich schreibe gleich Potenzen ran, weil wir wollen das ja nach Potenzgesetzen dann zusammenfassen. Oh, minus 2t mal minus 2t hoch und das hier ist dann tatsächlich ja hoch ein Drittel und das Ganze nochmal hoch 2. Gut, so. Und das Ganze können wir hier natürlich auch nochmal vereinfachen. Nach dem Potenzgesetz ist hoch ein Drittel hoch 2 hoch 2 Drittel. Dann haben wir es ein bisschen schöner schon. Ja, dann haben wir schon mal die eine Klammer weg. Hoch 2 Drittel. Jetzt haben wir hier auch noch einen weiteren Schritt in petto. Und zwar können wir hier ja sagen, das ist ja ein Produkt, das zusammen hoch ein Drittel gerechnet wird. Das heißt, das können wir nach den Potenzgesetzen auch wieder auseinanderdröseln. Minus 2 hoch ein Drittel mal t hoch ein Drittel. Minus t hoch 1 mal und hier auch minus 2 hoch 2 Drittel mal t hoch 2 Drittel. Jetzt können wir das so sortieren, dass diese beiden t stehen ja in einem Produkt. Hier steht ein Mal und da steht ein Mal. Das heißt, hier können wir das Potenzgesetz anwenden, was hier vielleicht noch ein bisschen schwierig gewesen wäre zu kürzen. T hoch 1 mal t hoch 2 Drittel habe ich hier 2 Drittel hingeschrieben und keiner hat mich korrigiert. Das ist natürlich auch unwitzig. Hier haben wir ein Minus, logischerweise, denn die Definition ist ja, steht eine Potenz unter einem Bruchstrich, dann ist ihr Exponent negativ. Also steht hier natürlich auch ein Minus und da ein Minus. Sorry dafür. Jetzt ist es so, dass hier t hoch 1 mal t hoch minus 2 Drittel steht und da können wir dann ja die Exponenten addieren. 1 minus 2 Drittel ist ein Drittel. Und dann können wir also das hier, kannst du dafür eine neue Zeile schreiben, ist wahrscheinlich schöner, aber ich mache hier ein bisschen auf Platzmangel. Jetzt steht hier eine Summe von dem minus dem, also oder eine Differenz kann man ja auch sagen. Daraus können wir aber sehen, dass hier t hoch ein Drittel und da t hoch ein Drittel steht. Ich mache das Ganze mal jetzt hier in die nächste Zeile hier oben, damit ich nicht so krumm stehen muss. Dann können wir also t hoch ein Drittel ausklammern. Mal minus 2 hoch ein Drittel minus minus 2 hoch minus 2 Drittel. So und so nochmal. Diese Klammer hier können wir ein kleines bisschen kleiner machen, damit sie so aussieht wie diese hier. Könnten wir natürlich auch mit der hier machen. Ja? Falsche Intention gewesen. Gut. Den Teil hier, da steht ein Minus. Da können wir nicht viel machen. Wir können allerhöchstens, können wir noch, wir können natürlich immer noch was machen. Und zwar können wir ja in der Klammer auch nochmal ausklammern. Denn, oder wir können die Potenz zerlegen. Ja? Dieses hier hoch minus 2 Drittel, ich mache mal mit x hoch minus 2 Drittel, ist das gleiche wie x hoch minus 1 mal x hoch 2 Drittel. Ist das so? Natürlich nicht. Wie hätte es anders sein können? Hoch ein Drittel, ne? Denn, schreibt das ordentlich hin, hoch ein Drittel. Minus 1 plus ein Drittel ist minus 2 Drittel. Auf diese Art und Weise können wir das auseinanderschrödeln und hätten dann halt auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier wieder das minus 2 dafür einsetzen, hier auch minus 2 in Klammern hoch minus 1 und hier minus 2 in Klammern hoch ein Drittel. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, 2 hoch minus 2 hoch ein Drittel auszuklammern. Mal Klammer auf, minus 2 in Klammern hoch ein Drittel. Mal, ich kann sein, dass ich zu viele Klammern aufgemacht habe, mal in Klammern
Das haben wir jetzt einmal ausgeklammert. Dann steht hier 1 minus und hier steht der Term noch. Minus 2 hoch minus 1. So, gut, das war jetzt so eine Idee von mir. warum ist das vielleicht eine gute Idee? Weil wir den Term jetzt noch ausrechnen können. Dieses hier sieht immer noch, sind immer noch zwei Wurzeln. Hier ist es nur noch eine Wurzel und da können wir schön minus 2 hoch minus 1. Hoch minus 1 heißt ja, die minus 2 steht eigentlich hoch 1 und unter dem Bruchstrich. Und hier vorne steht ja einmal, deswegen ist das das gleiche wie 1 durch minus 2 oder minus 0,5. Kann man also im Kopf ausrechnen, das ist die Schönheit daran. Minus 0,5, wenn ich das hier einsetze, steht hier insgesamt dann plus 1,5. Plus 0,5 natürlich. Und 1 plus 0,5 ist dann 1,5. Und da haben wir natürlich dann jetzt schon mal was gewonnen. Ne? Denn hier steht jetzt auch wieder ein Drittel. Dann steht da ja minus 2t in Klammern hoch ein Drittel. Das ist wieder das Potenzgesetz mal 1,5. Und dieses hier ist dann ja 1,5 mal dritte Wurzel aus minus 2t. Es kann natürlich hier auch mit ein, zwei Schlenkern weniger gerechnet werden. Ja, es ging mir hier eher so darum, dass man an der Stelle wirklich umschalten muss. Ich soll jetzt einen Term umformen, ich soll jetzt Potenzgesetze anwenden und dieses hier ist natürlich nachher wesentlich leichter, wenn mir jetzt t gleich 3 gegeben wird. Dann kann ich hier ganz schnell und wahrscheinlich mit viel weniger Tippfehlern und Rechenfehlern y ausrechnen, als wenn ich das hier einsetze. Ja? Kann natürlich jeder machen, wie er möchte, aber dieses hier war jetzt mal so ein Vorschlag von mir. Hier ist das Schildchen und tschüss.